Und hier sind wir wieder zu Assassin's Creed 2. Wir gehen jetzt nicht zu Katharina Sforza, sondern wir nehmen diese Special Memory da hinten mit. Ich glaube, ich weiß, was das ist. Das müsste der Gleitflug sein. Ah, Sequence 13 hat er jetzt auch gleich noch reingezogen. Of Repaired Memories. Joa. Interessiert uns trotzdem nicht, weil wir es gehen das ganze Jahr der Reihe nach durch. Das müsste die Gleitschirm-Nebenmission sein. Die ist cool. Die macht echt Spaß. Wenn ich es nur richtig in Erinnerung habe. Kann auch sein, dass sie relativ belanglos war. Ja, wir haben es doch eben schon gesehen. Dass es repaired wurde. Warte mal. Ach, das war dieses ätzende Nervding. Ich erinnere mich. Wo wir so ewig lang gebraucht haben, wo dann so eine 30-minütige Folge draus wurde. Das war an dem Turm. Die war echt nervig. Ja. Mein Gott. Ich lass mal hinkommen. Ich muss doch ganz nach oben, okay. Gut. 11 Meter noch. Der GPS-Markers. Jaha. Meine Güte. Ich muss auch hinkommen. Das ist die Flugmission. Da kann man allerdings nicht großartig irgendwas machen. Kann eigentlich einfach nur ein bisschen rumfliegen. Aber es macht Spaß. Und rumfliegen ist eigentlich immer lustig. Uhu. Vor allem fliegt man höher als in der Story-Mission. Wesentlich höher. Es gibt halt überhaupt keinen Sinn, warum diese Sequenz drin ist. Aber ey. Sie macht Spaß. Und alles, was Spaß macht, ist cool. So. Wuhu! Sind wir einfach mal vor die komplett von oben. Die Mission ist eigentlich nur dafür da, wenn man es in dieser einen Mission zwischendrin nicht geschafft hat, das Achievement zu kriegen, mit dem Leute wegkicken, dass man sich dann nachholen kann. Für mehr ist es nicht. Für mehr ist es echt nicht gedacht. Einfach nur, um dieses Achievement holen zu können. Aber ich finde es trotzdem ganz nett, dass an sowas gedacht wurde. Ich meine, wie häufig gibt es in Spielen Sequenzen, wo man nur in dieser einen Sequenz ein Achievement kriegen kann. Und dann hat man es irgendwie verpennt, weil man gedacht hat, ach, warum soll ich denn kämpfen? Die machen doch eigentlich nichts. Die denken nur, ich bin ein Dämon und greife mich deswegen an. Irgendwer ist doch hier verrückt. Die Frage, wo ist die Codex-Page? Ist denn hier hinten auf der anderen Seite, oder wie? Okay, ich habe 17.000. Aber wo ist die Codex-Page? Hier dann wahrscheinlich, ne? Ja, jetzt bringe ich halt die Einheimischen von Forli um, obwohl die wirklich gar nichts gemacht haben. Das ist halt auch ein bisschen schade. Und passt auch nicht so wirklich ganz zu dem Spiel, aber ja. Man geht halt davon aus, dass man die Sequenz weitaus früher macht, also diese Codex-Page da zu sammeln. Ja. Natürlich, das Spiel krankt genauso an Logiklücken, wie alle anderen Assassin's Creed-Spielen auch. Massive Logiklücken hat die Spielereihe, aber ja, bleibt halt nicht aus. Okay. Ach, der wollte ja abhauen, stimmt ja.
So, aber wir wollen diese Codex-Page. Mehr interessiert uns nicht. Und dann geht's weiter in der Hauptstory. Die Mission ist, wie gesagt, echt ganz cool gemacht. Sehr kurz, also es war echt eine Frechheit. Ich glaube, die hat 600 Punkte damals gekostet. Also echt eine Menge Asche. Aber nett gemacht. Und dafür, dass sie eigentlich im Spiel drin sein müssen. Naja, aber solche Sachen sind, ist man ja inzwischen leider gewöhnt. Und von jedem Assassin's Creed kommt ja auch immer eine Komplett-Version raus. Ach komm, wir machen mal das da hinten. Ich glaube, so eine die Nebenmission habe ich noch nie gemacht. Da fehlt mir, glaube ich, auch komplett. Oh. My reputation. And I'm stuck with the bastard. Please make him feel my displeasure. Genau, das, da fehlt mir noch das Achievement. Dann machen wir das gerade noch. Dann schlagen wir gerade mal irgendeinen Mann, der sich mit Nutten abgibt. Hat schon Pech. Da vögelt er einmal Nutten und schon muss er hier von uns verprügelt werden. Ich frage, wo er ist. Hier halt irgendwo in dem Gebiet, ne? Warte mal, ich steig mal auf ein Gebäude. Da sehe ich ihn vielleicht eher. Ehrlich gesagt sehe ich ihn nicht. Das ist komisch. Ein verdammt großes Gebiet. Das ist eine Frau. Hinten hört es dann schon wieder auf. Der rennt hier nur einfach so durch die Gegend. Aber eigentlich haben die keinen Tag-Nacht-Ablauf. Sonst müsste es egal sein, dass es halt gerade Nacht ist. Alle Menschengruppen muss ich halt jetzt ablaufen, ne? Vielleicht da hinten? Nee, kann nicht sein. Kann nicht sein! Wo ist denn der Wichser? Der hier einfach seine Frau mit Nutten betrügt. Oder Sluts sind ja eher Schlampen. Aber er ist halt schon ein ganz schöner Ficker, das muss man mal sagen. Ah, ich hab'n. Bin ich nicht an der Gruppe schon dreimal vorbeigelaufen? Ups. Ich wollte gar nicht mit dem Schwert draufhauen. Das wollte ich nicht. Tut mir leid. Tut mir echt leid. Also umbringen wollte ich nicht. Ist eigentlich immer dann an anderen Punkten, oder? Immer an der gleichen Stelle, ne. Ja, jetzt. Jetzt habe ich nicht mehr das Messer. Wieso denn eigentlich with Sluts? Es war doch nur eine. Oh. Der hat genug. Und das sieht gar nicht so gut aus, dass der sich hier mehrere Nutten und Huren und Schlampen und alles leisten könnte. So ein Quotenasi halt. Irgendwer muss es halt machen. Ja, will ich aber mal hoffen. Ja. Sehr schön. Achievement, Macho Man. Genau, wie gesagt, das Achievement hat mir noch gefehlt. Und dadurch schaltet man einige Nebenmissionen dann immer frei, wenn man sowas macht. Habe es auch mal gesehen, wie man Nebenmissionen freischaltet. Ja, wie häufig willst du mir noch anzeigen, dass die Sequence repaired wurde? Hab's jetzt mitgekriegt. Ich spiele doch auch gerade Sequenz 12. Oder muss ich tatsächlich eine Mission starten, dass der Scheiß endlich aufhört? So, speak. I thought when we met you were a bit special, but an assassin. Die Frau war übrigens manntechnisch sehr
above Forli. The cannons and Architadella alone go back 100 years. The artifact will be quite safe there. Forgive me, but I've never heard of a woman ruling her own city before. It's very impressive. Well, it was my husband's before, of course. He died. Oh, I'm sorry. Don't be. I had him killed. Oh. We discovered Girolamo Riario was working for the Codex, making a map of the locations of the remaining Codex pages. I never liked that goddamn son of a bitch anyway. He was a lousy father, boring in bed, and a pain in my ass. Was denn das jetzt? Oh no. Madness. Was haben die denn? Warum fliehen die denn alle? Ihre Herrscherin ist doch hier. Aspetta. What's happening? Komisch. As you left the city wall, signora. The city is under attack. What? By who? The Orsi brothers, signora. Die Orsi Brothers? Who are the Orsi? The same canalia I hired to kill my husband. It's the Spaniard, of course. The Orsi have no worldview bigger than their purse. But how could he know where we were taking the apple before we even knew? Because they're not here for the apple, Ezio. They're after Riario's map. Basta with your map, Nicolo. My children are inside. Oh, porco demonio. Okay. Dann, retten wir hier mal ein paar. Haben die mich einfach umgehauen? Machiavelli geht hier mit einem großen Streitkolben los. Auf, geht rauf. Katharina Sforza, könntest du aufhören, dich verprügeln zu lassen? Danke. Warum geht die denn weiter noch in den Kampf? Ach. Ich muss demonstrieren, dass sie was kann. Ja? Ich muss zeigen, obwohl ich Frau bin, kann ich kämpfen. Ja, kannst du. Aber dann zieh dir auch wenigstens eine Rüstung an, mit der man kämpfen kann. Und nicht so einen komischen Waschlappen, der nur aus Dekolleté besteht. Another way into this place. Aspetta. Perhaps yes. There's an old tunnel under the western wall from the canal. Bene. I'll be right back. Gut, dann bringen wir da drin mal alle um. Hey, you. Yeah, I'm talking to you. You spineless dogs. You are my city, my home. You think I'm going to... Ach ja, die Frau ist cool. Ich reiß euch die Eier raus. Also mal eine Ansage. Darauf kannst du dich verlassen. Wenn die Frau sagt, hey, eure Nüsse sind danach mir. Okay. Warum sind die jetzt auch gegen mich? Ich hack doch nur auf die Bösen ein. Ich muss den irgendwie ins Wasser treiben. Warum? Hört auf, mich zu hauen. Ihr geht doch eh alle drauf. Jetzt rennen sie wieder auf mich zu. Musst du die KI mal kurzzeitig feststellen. Oh, wir haben den Angriff komplett vergessen. Okay, jetzt sterb endlich. Schöner Kampf, schöner Kampf. So, irgendwo hier kann ich in den Kanal. Frage ist nur, warum ich das sollte. Ich komme doch auch einfach so hier hin, oder? Nee, dann doch nicht. Wieder neben. So einmal außen rum, glaube ich, war das. Ja, genau, so geht das. Ihr seht's ja, ich kann mal wieder super klettern. Krieg das voll gut hin. Da ist der Eingang.
Natürlich am äußersten Ende hätte man auch nicht besser eingrenzen können. Wie gut kennt die Frau eigentlich ihre Stadt? Open the gates. Bin dabei. Damit die Frau wieder beweisen kann, was sie kann. Aber das sehen wir erst in der nächsten Folge. Also, tschüss, macht's gut. Bis denne.